Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Eye of the Beholder 2. Wir sind hier noch in unserem Medusenlabyrinth und wollen mal weitergucken. Wo waren wir noch nicht? Da waren wir noch nicht. Okay. Dann schauen wir. Gut. Okay. Okay. Ach ja, hier die Doors, Wände verändern sich. Das ist sehr lästig. Okay, da müssen wir recht. Aha, da geht es noch weiter. Okay, müssen wir recht oft auf die Karte gucken. Da habe ich so das Gefühl, da waren wir schon. Ah ja, gut. Ne, da war eben noch eine Wand oder hier oder irgendwo. Ach, das ist ja alles. Oh Gott, das ist ja grausam. Na gut, zum Glück haben wir eine Automap. Das macht zu zeichnen wenig Spaß, also von Hand. Ja. Ah, guten Tag, die Damen. Wieso haben wir den Zauber gerade abgekriegt? Sind wir in ihn reingelaufen? Ist er noch weitergelaufen? Das war sehr seltsam. Weil das hatten wir schon mal. Das habe ich schon mal nicht verstanden, was da genau passiert ist. Ach komm, du stirb, Kind. Meine Güte. Okay, da würde ich sagen, ja, rasten wir lieber nochmal. Das ist ja. Habt ihr das bald? Nein, habt ihr noch nicht. Na komm, eine Runde noch. Okay. Ja. Okay, na gut, das. Na, na, das kann ja noch besser werden. Also. Okay, hier sind wir wo. Das ist gut. Okay. Da fehlt noch was. Hallo. Aber schon mal hier sind. Okay, großer Raum. Ja. Aha. Guten Tag, die Damen. Ne, hast du mich getroffen? Das ist ja. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Oh, auch von hinten ganz ansehnlich. Aber ne. Hier mal nicht zu freundlich werden. Wow. Das sind jetzt aber ein paar viele. Ist das hier gerade Damenabend oder was? Es ist ja. Okay. Trap the ladies to wait the plates. What? Och nee! Jetzt ernsthaft? Oh nee. Die sind ja jetzt alle tot. Das ist jetzt blöd. aber ich nehme mal an, die respawnen gleich, oder? Aber dann kann man die Zeit mal nutzen, das hier alles zu erkunden. Das ist ja ein Scheiß. Sollen die. Yo! Okay,
Funktioniert das? Okay, das hat funktioniert. Geh mal weg da, du. So. Ja. Oh. Oh. Ja, okay, der Zauber hat auch nur eine begrenzte Dauer. Oh wow. Oh wow. Aber Hold Person funktioniert, was ich hochinteressant finde. Nee, geh mal weg. Ich muss mal Zeit. Ich brauche Zeit zum Überlegen. Hier. Yeah. Geh mal weg. Geh mal weg. Von wo sind wir denn gekommen, verdammt nochmal? Okay, so funktioniert das nicht. Okay. Oh Gott, das wird ja eine furchtbare Sache. Wie sind wir denn überhaupt reingekommen, verdammt nochmal? Von da. Ey, ich muss nochmal kurz hier raus und... ja, ja, ist ja mal gut, Kind. Also erstmal müssen wir rasten. Und, nee, stopp. Wir brauchen mehr Hold Persons. Clear. Hold Monster brauchen wir auch noch. Oh Mann. Ich meine, eigentlich dürfte Hold Person nicht funktionieren, aber, weil es ja genau genommen keine Persons sind, aber. Das wäre sonst ein bisschen zu fies wahrscheinlich. Okay. Okay. Gut. Na, das erfordert jetzt aber ein Stück weit gute Planung. Wir müssen wirklich verdammt schnell sein. Also ich meine, wir haben schon mal rausgefunden, dass sie offensichtlich respawnen. Das ist schon mal gut. Aber wenn wir uns jetzt mal hier die Karte angucken. Wir haben, okay, das ist, oh fuck. So, und wir müssen es so machen, dass wir möglichst nur eine Tür zumachen müssen. Also, weil wenn wir mehr als eine zumachen müssen, dann dauert das zu lange und dann werden sie inzwischen wieder quicklebendig. Oh fuck. Ich meine, die Ironie ist ganz lustig, dass wir sie quasi paralysieren müssen. an Ort und Stelle ist das, was sie eigentlich mit uns machen. Okay. Und wir müssen auch. So, Moment, das sind aber. Ist es. Also, wir. Also fangen wir mal an, wenn wir. Naja, wir können ja eine Seite nicht zumachen. Weil wir kommen dann ja nicht mehr weg. Und wir können sie ja nirgendwo hinschubsen. Das heißt, wir müssen. Okay. Ich hoffe, dass sie nicht in der Lage sind, wenn sie wach sind, die Türen aufzumachen, weil dann haben wir ein wirkliches Problem. Okay, probieren wir es einfach mal in einem dieser Eckdinger mal aus. Das könnte ein ziemlich langes Video werden. Ja. Kommt mal schön her. Wo ist die verdammte Tür?
Blöd ist, dass ich meinen Kompass nicht habe, wenn wir das Ding hier ausgeschaltet haben. So, jetzt kommt mal her hier. Hier ist auch so eine Platte. Nee, wo sind die Platten denn? Hier ist eine. Da ist eine Tür. Hier ist eine. Okay, die Tür ist zu. Das hilft jetzt nicht. Komm mal her. Komm mal her. So, Hold Person. Zu das Ding. Jetzt geh du mal weg da und du auch. Okay. Hat das funktioniert? Wollen wir gleich wissen. Komm mal her. Komm her. Okay, das hat nicht funktioniert. Nicht Swapping. Ja, ist mal gut hier. Du stehst so weit vorne. Okay, die Tür ist noch zu. Kommst du mal wieder her hier? Ist hier noch jemand? So, du kommst jetzt mal hier mit. Komm mal her. Komm mal her. So. So. Tür zu. Tür zu. Okay, zwei haben wir. Komm mal her. Komm her. Komm her. Komm her. So, wie kommen wir hier jetzt raus? Wieso gehen da ständig Türen auf? Willst du mir nicht sagen, dass die Türen aufmachen können, oder? Oh, fuck! Nee, das Ding macht die Tür. Was? Ah, das ist das letzte. Ah, okay, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, wichtig, wichtig, wichtig. Speichern. Okay. Also, diese letzte Bodenplatte, wo ich dachte, dass, wo die Türen aufgehen und ich dachte, die Medusen machen die Türen auf, das ist die letzte Bodenplatte, die wir besetzen müssen. Und wenn wir uns selber draufstellen, geht natürlich auch die Tür auf und das ist das Geräusch, das wir hören. Okay. Gut. Das ist ein Rätsel, ey. Das hat's in sich. Okay. Die letzte Bodenplatte. Wir sind da. Wenn wir sollten, das ist die Frage. Also wir können von hier können wir keine reinlocken. Also die Tür kann man schon mal zumachen. Die vielleicht auch. Und dann gucken wir einfach, ob wir hier irgendeine Medusa herkriegen. Hallo. Ihr kommt mal mit. Kommt mal mit. Kommt mit. Mitkommen. Ach, das ist doch nicht wahr. Dich brauchen wir da jetzt nicht. Du bist im Weg. Geh mal weg. Du musst mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Okay, Tür zu. Tür zu. Okay, und jetzt bloß schnell hier raus, bevor irgendwas passiert. Ist das die richtige Tür? Ja, okay. Das war anstrengend. Wahrscheinlich hätte ich mir gar nicht so viel Nerv machen müssen, weil eigentlich war es gar nicht so schwer, wenn ich mal drüber nachdenke. Aber sie haben uns auch nicht versteinert. Aber die Tatsache, dass sie uns hätten versteinern können und dass es viele sind und das überhaupt und alles und dass der Zauber nicht so lange hält und okay. Wow. Waren wir dann in dem anderen Teil des Dungeons überall? Hier fehlt mir. Shit. Obwohl, wir können da ja wieder hin. Jetzt sollten wir das erstmal machen.
Weil die Tür bleibt ja jetzt hoffentlich offen. Ja, lass mich in Ruhe. Ah, ihr. Ja, ist sehr gut hier. Nicht neben's Fenster klicken, Pöks. So, okay. Waren wir jetzt? Wo sind wir denn überhaupt? Bin völlig falsch. Muss in die andere Richtung. Und ich hoffe, dass die Medusen nicht wegspawnen oder so, dass die da bleiben in den Türen. Das wäre, also auf den Pressure Plates, das wäre sonst ziemlich blöd. Okay, ist das hier was Neues? Ja, das ist was Neues. Hier waren wir noch nicht. Hier ist eine Tür, die zu ist. Hier ist ein Knopf. Uah! Weg mit euch! Wow! Oh, petrified shit. Ach, sind natürlich beide Türen aufgegangen. Ja, fuck you very much. So, da würde ich sagen, probieren wir jetzt gleich mal aus, ob meine Theorie stimmt, dass man mit diesen Dingern ja, funktioniert. Und du hast nicht mal Konstitution verloren. Das ist sehr fair. Okay. Jetzt wissen wir, wofür wir den Kram haben. Ich hatte gedacht, vielleicht funktioniert das auch bei Paralyse. Also, ich bin mir nicht mehr sicher. Also, jetzt bin ich mir sicher, er funktioniert offensichtlich bei Versteinerung. Aber ich war mir ursprünglich nicht sicher, ob es nur für Paralyse gilt. Oder für Paralyse-ähnliche Zustände. Aber wir wissen es jetzt. Und da waren wir noch nicht. Und dann haben wir, glaube ich, diesen Teil des Labyrinths auch endlich hinter uns. Und ich möchte da auch nicht hin zurück. Oh, und du hast gar keinen Hest mehr, oder wie? Oder ist das nur ein Grafikglitch? Komm mal. Da will ich hin. Wie komme ich da hin? Hier irgendwo runter. Hier. Ah, und hier ist natürlich noch was. Das war ja klar. Fuck you, Game. Und ein wichtig. Oh, klar, noch so ein scheiß Portal-Item. Ah, hier muss man doch alles ablaufen. Na, das ist ja herzallerliebst. Also, das ist ja. Ja, das ist halt Dungeon Crawling. Und nicht mal ein Questmarker. Nee. Ja, das waren die 90er. So, da würde ich sagen, da speichere ich gleich nochmal. So aufregend ist das. Oh, ja. So, jetzt müssen wir hier nur noch unseren Weg raus. Können wir hier rum? Ja. Oh, das ist doch echt nicht dein Ernst, oder? Mein lieber Mann. Haben wir noch so ein Ding? Ja.
Okay. So. Dabei sind sie doch so hübsch angezogen. Mistviecher blöde. So. Okay, eine Tür mit Knopf. Das ist sehr sympathisch. Great Beasts of Hades. The stench in this room is unbearable. Ja, hier sind eine ganze Menge Tote. Das hat bestimmt nichts zu sagen. Sean, du sammelst sowas doch und wir haben eine ganze Menge liegen lassen müssen. Hilt auf Talon. Haben wir nicht schon irgendwas auf Talon? Ah, auf Talon. Kann man das kombinieren? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay, wir nehmen jeden Knochen mit. Wir sind für jeden Knochen dankbar. Und das Flesh to Stone brauchen wir nicht. Wir brauchen Stone to Flesh, du. Also, aber das können wir sowieso noch nicht, weil wir das Level noch nie haben, glaube ich. Jo, können wir noch nicht. So, das können wir hier mal wieder ändern. Können wir auch mal wieder ändern. Obwohl, die anderen brauchen wir eigentlich nicht. Das kann so bleiben. Und ich dachte, das Beholder-Level wäre stressig. Kein Vergleich, kein Vergleich. Okay. Ja, kein Haste mehr. Das ist egal. Ja, und wir haben. Ja, was machen wir hier jetzt? Moment. Did not find the secret door to the east before their death, as we just did. Irgendwas haben die. Jo, danke. Okay, die sind hier alle drin gestorben, weil sie den Knopf nicht gefunden haben. Also, ich meine, sagen wir mal, sie sind verdurstet, das heißt nach 3 Tagen ungefähr. Also in 3 Tagen hätte ich es geschafft, diesen Raum wirklich, da hätte ich aber, glaube ich, jeden Quadratzentimeter abgesucht. Aber, naja, haben sie. Waren sie nicht so lucky wie wir. So, wo sind wir hier überhaupt? Oh Gott. Das ist jetzt aber hoffentlich das Ende. Ist nur ein großer Raum, der völlig leer ist. Richtig? Hallo? Können wir den wieder rausnehmen? Oh, das ist praktisch. Ah! Okay, was habt ihr bewacht? I can sense the evil cries of undead spirits in this room. We must be cautious. Oh, danke, das sind die, ja, die sehen wir hier. Danke für den Hinweis. Können die eigentlich, was sagen die eigentlich zu Feuerbällen? Ist ihnen wahrscheinlich. Oh, mögen sie nicht. Very nice. Komm mal her. Sind doch noch bestimmt noch mehr. Oh Gott. Hallo. Das ist ein großer Raum und wieder Bodenplatten. Oh nee, ach oh nee, ach oh nee. Müssen wir jetzt die Aerial Servants da drin treppen oder? Nee, hoffentlich nicht. Ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass die Dinger so schwer sind. Ich habe übrigens, ach so, genau, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich habe mal nachgeguckt, was das für Dinger sind. Das sind Aerial Servants. Keine Geister. Also quasi so eine Art Luftelementare. Deswegen dürfte auch. Das nicht funktionieren. Jupp.
Und deswegen ist das hier mit Cries of Undead Spirits auch nicht so ganz richtig, weil das genau genommen, wie gesagt, Luftelementare sind. Aber wollen wir nicht so kleinlich sein. Das ist Regal Banner. Regal Banner. Können wir die eigentlich kaputt machen? Nee. What? Something just fell from the banner. Okay. Corn of Code brauchst du auch. Soll das jetzt heißen, wir müssen hier jeden anklicken? Oh, das ist doch nicht zu fassen. Das ist wahrscheinlich der einzige, in dem was ist, aber ab sofort müssen wir jedes von diesen blöden Dingern anklicken. Okay, gut. Glasswall slams down around you. There's a faint laughter in the distance. Das ist ja tierisch lustig. You must be proud to have made it so far. It's a shame that it has come to this. Look at you now, trapped behind a transparent wall on display for all the world to see, like an insect in a jar. How humiliating. I have treated you fairly, and you have been barbaric in return. Have you no manners? Nee, haben wir nicht. Now, what would you do if the situation was reversed? Yes, yes, you must be punished. To the highest order you go. What? 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 Okay, noch ein Cone of Cold ist okay. Was? Hallo? Hallo? Ah! Okay, das ist das Frost Giant Prison, würde ich sagen. Ha, ha, ha. Oh, wow. Oh, wow, geh weg, geh weg. Wir haben heute Monster, ne? Ja. Yeah. Oh, du schlägst auf alle. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ah, das sind Frost Giants, denen ist Cone of Cold natürlich egal. Ah. Ah. Ich meine, es ist eigentlich brüllend komisch, wie die hier, ouch, wie die hier durch die, da durchkriechen, aber. Ah. Können wir rasten? Gut. Eigentlich ist das brüllend komisch, wie die sich da durch die Gänge quetschen, aber, Mann. Das wird ja immer stressiger hier. Aber zumindest lassen wir uns rasten, das ist ganz drollig. Ich meine, an Stelle der Frost Giants wäre ich auch ziemlich sauer. Also ich meine, überlegt euch mal, das ist so Jeffrey's Tubes mäßig. Also da würde ich auch nicht mein Leben verbringen wollen in so einer engen, ne? Also das ist, dass ich dann auf alles eindresche, was mir vor die Nase kommt. Zumal sie wahrscheinlich auch einfach hungrig sind. Gott, okay. Ich hoffe, wir haben in dem Level da drüber alles erkundet. Und was wir machen, ist auf jeden Fall wieder Haste an. Und Feuerball könnte vielleicht helfen. Wird von hinten nicht wirklich schöner. Autsch! Hast du irgendwas zum Heilen? Ja. Come on. Okay. Ich hoffe, dass die nicht respawnen. Okay. Oh.
Okay. Ja. Mit deren Wurstfingern können sie wahrscheinlich keine Türen aufmachen. Obwohl sie könnten eigentlich. Könntest du die nicht einfach aufbrechen? Och, fuck. Och, nicht schon so wieder sowas. Das brauche ich jetzt nicht. Spiel. Hier ist alles voller Frost Giants. Okay, wie sieht das hier aus? Okay. Das ist das Level, das wir schon kennen. Aha, okay. Ja, da würde ich sagen, mit dem Frost Giant Prison beschäftigen wir uns dann beim nächsten Mal. Der Stressfaktor im Spiel scheint nicht allzu stark zu sinken. Aber zumindest haben wir dieses nervige Medusenrätsel hinter uns gebracht. Und auch wie es aussieht, das Medusenlevel. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich etwas entspannter, aber ich bezweifle es. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.